Weitergegangen ist es dann in Arberg. Da bin ich 2 BR90 geritten und habe leider im Hintenumgang eine Stange gehabt. Der erste Konkurs war Blafeye, wo ich schon im FM3 bin gestartet, das heisst 90 cm hoch. Speziell am FM3 ist eigentlich, dass dort meistens nicht sehr viel starten. Also wenn wie in Blafeye 6 Startende sind, ist das eigentlich schon relativ viel. Und in den FM-Prüfungen werden auch 50% klassiert. Was ich eigentlich, ich finde es nicht schlimm, dass so wenig starten. Eigentlich, wenn man rauskommt, weiß man schon fast, auf welchem Rang das man ist. Und mir stört es nicht, aber viele Leute finden das ein bisschen komisch. Und in Blafeye hatte ich leider in beiden Umgängen eine Stange und bin beide mal viert geworden, was bedeutet, erst nicht klassierte. Konkur war in Worben, wo ich am Freitag am Abend eine Vierer-Equipe geritten bin. Die Equipen werden aus den Reitvereinen zusammengestellt. Und unser Reitverein Amt Erlach hat eine Equipe zusammengestellt, wo ich und der Lemming auch mitreiten durften. Die Vierer-Equipe ist mit Warteraum, das heisst, ich und der Lemming mussten sehr lange im Warteraum warten. Weil ich gedacht habe, es geht besser, wenn wir erst am Schluss sind, weil ich möchte ihn nicht gerade so nach dem Parkour gerade dort in den Warteraum warten. Das kommt er wahrscheinlich sehr schlecht. Das Problem war dahingegen mehr, dass er etwas Angst hatte. Zuerst auf die anderen im Warteraum zu, hat er bremsen, wo wir eine Stange hatten. Und dann der von den anderen weg, leider noch eine Stange. Und somit ist unsere Equipe war nicht kassiert. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr nochmal die Chance bekommen, in dieser Vierer-Equipe zu reiten. Es würde uns also sehr freuen. Am Sonntag bin ich dann noch eine Prüfung P85 und eine P95 gestartet. Im 85 hatte ich einen Auffällerritt, aber leider zu langsam für eine Klassierung. Im 95, ein Zweiphasenspringen, bin ich in die zweite Phase gekommen und hatte dort leider zwei Stangen und es hat wieder nicht gelangt für eine Klassierung.
nächste Konkurs war Tavan. Es waren zwei FM3-Prüfungen mit drei Startenden. Im ersten Umgang war ich die Einzige mit null Fehlern und habe somit unseren ersten Sieg auf Stufe FM3 und auch den ersten Sieg 2018 einreiten. Im zweiten Umgang war ich die Einzige mit einem Fehler und bin somit letzt geworden. Weitergegangen ist es mit unserem Vereinskonkurs vom Leitvereinamt Erlach, der in München hier stattfindet, auf der Anlage vom Center Etten. Dort bin ich zwei Prüfungen B95 gestartet und habe im ersten Umgang 0 gehabt, aber leider zu langsam für eine Klassierung. Und im zweiten Umgang hatte ich dann leider eine Stange gehabt.